Und da ist sie angekommen, mein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. Mini klein, es waren nur Teile. Aber ist nicht schlimm. Die bauen wir jetzt. Das Wurmloch ist schon fertig. Das ist da. Jetzt brauchen wir die Station. Aber mal schauen, wie die wird. Ich bin gespannt. Und danach, die ist ja so klein, da war ja noch was bei über. Haben wir hier noch eine schöne Enterprise. Ich werde jetzt nicht die Nummern vorlesen oder so, wie das andere machen. Das könnt ihr selber nachgucken. So, wir sind bei Baustufe 11 angelangt und ich wollte mir ein bisschen was zeigen. Und zwar hier, schöne Plakette. Schon dran. Transliersteine, Stange durch. Da beginnt die Station. Alles ganz easy, alles ganz simpel. Da drauf kommt jetzt dieses Dreieck für die Ausleger nach draußen. Da liegen sie schon, zwei davon. Und da wird mit Baurichtungsumkehr gearbeitet. Das heißt, die unteren Pylonen werden falsch rum angebaut. Und das Ganze mit so schönen Bügelperlen. Und das wollte ich einmal lobend erwähnen. Wir haben was zum Reinstecken dabei. Und zwar diese schöne Stange. Das blaue Laserschwert. Das ist zum Reinstecken der Bügelperlen. Das ist hier mit dabei. Brauche ich das Kurbelteil nicht mehr bemühen und aus dem Schrank wühlen. Also, die lernen doch schon dazu dabei bei BlueX. Finde ich gut. Da, Halbzeit. Bauanleitung 1. Sie ist fertig. Der Habitatring. Die Verbindung dazu zum Mittelpunkt. Und den Ständer hatte ich schon mal gezeigt. Das war hier drin. Und jetzt kommt die zweite. Tada. Bauabschnitt 22. Hier wird etwas asymmetrisch gebaut. Das ist alles richtig so. Ist wahrscheinlich der runden Form geschuldet, dass das da gleich raufkommt, damit das passt unten mit den Verbindern. Aber da muss man ein bisschen gucken, dass das alles richtig passt. Bisher immer noch Klemmkraft, alles super. Passt genau. So, da ist sie fertig. Die Raumstation Deep Space Nine oder Terok Nor. Zum Bau, also ist total unproblematisch. Die Teile passen alle super. Ein paar Kleinteile sind noch über, aber es ist nichts Weltbewegendes. Die Gelenke passen alle, die haben Halt. Man kann die einstellen, wie man will. Gut, die haben Auflage, unten auch. Die liegen auf. Ist also nicht viel zum Einstellen. Die Klammern oben dran halten, springt auch nichts raus. Kann man auch einstellen, wie man möchte. Wenn man vielleicht von oben nochmal drauf guckt, das ist nicht ganz symmetrisch. Die zwei Andockpunkte da hinten, die müssten ein bisschen weiter in die Mitte. Der eine ist genau in der Mitte, der hier. Und die zwei hier, die sind ein bisschen versetzt. Das geht aber nicht anders wie mit Steinen. Weil, wenn man das von unten anguckt, die haben da keinen Haltepunkt. Ne, der passt nur daran und dann anders kann man das nicht machen. Von daher, alles gut. Zack. Da ist es wieder. Schöne Station. Toll geworden. Es wird hier eingesaugt, dann ist sie weg.